Für den Film, den Sie sehen werden, habe ich keinen der üblichen Kommentare geschrieben. Ich als der Regisseur des Films wollte mich mit Ihnen unterhalten. Wir beide sind sicher sehr verschiedene Menschen. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir das Gleiche empfinden, wenn wir den Faschismus vor uns sehen. Und ich möchte, dass Sie, die Zuschauer, mit mir nachdenken. Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Heute sind es Tausende, eine Minorität in der Tat. Aufklärung, systematische Aufklärung und direkte Aktionen, Bewusstwerdung bei weiteren Minderheiten in und außerhalb der Universität, in Schulen, Berufsschulen, auch in Ingenieurschulen, in technischen Universitäten und schließlich in Betrieben, gerade wo Arbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Die Frage von Konterrevolution und Revolution. Der Begriff der Revolution ist heute auch nur noch international zu begreifen. Es wird keine deutsche Revolution geben. Es wird aber einen weltweiten Prozess der Emanzipation in einem langen Sinne geben. Völker kämpfen schon.